What's up, Party People? Willkommen zum Teambuilding für die MPBL Spieltag Nummer 8. Jo, eigentlich saß ich jetzt so hier und bin eigentlich jetzt schon davon klar ausgegangen. Jo, du hast jetzt eigentlich kein Teambuilding für den Spieltag, weil dir schlicht die Zeit dazu gefehlt hat, weil ich bin mit dem Teambuilding erst um 18 Uhr fertig geworden am Samstag, am 5.9. und das Video kommt am 6.9. online. Folglich, da ist, und wenn ich da um 20 Uhr abends kämpfe, habe ich nicht viel Zeit zum noch großes Teambuilding machen, weil ich was anderes zu tun habe. Folglich, wir kommen später. Wahrscheinlich Richtung morgens 10 Uhr oder sowas kommt, wird es hier kommen, glaube ich. Der Kampf kommt ja um 13 Uhr, folglich kann ich das Ganze auch nicht so spät hochladen. Auf jeden Fall, wir spielen gegen den Werten The Seine, The Seine, Zane. Zen irgendwie TV. Jo. Und er ist hier dabei mit dem Team Minotauros. Das ist so Art Keller-Duell. Ist quasi Vorletzter gegen Letzter. Wir stehen immer noch ohne Winter und ja. Wir sagen immer sein Team durch. Und zwar hat er Setra King, Quaxo, Tauros, Kurelei, Magneton, Piondragi, Frostete, Hydragil, Femicola, Knogga, Psyana und Emolga. Und ich sag schon mal im Vorhinein, ich habe aus irgendeinem Grund mein Team noch mit einem alten, mit einer alten Kadergrafik gebaut, in der noch Gordrum statt Femicola drin war. Das wird es schon mal im Vorhinein geklärt haben. Also, es gab ein paar Teaming-Entscheidungen, die ich, also ich nehme das Ganze auch nach dem Kampf auf gerade. Weil ich davor schlicht keine Zeit hatte. Ich will einfach nur, dass man eine genauere Teamübersicht hat hier. Ne, mir ist auch erst im Kampf aufgefallen, dass er für Mikula Shagortron drin hat. Ich arbeite, wenn ich Team bilde, dann brauche ich meistens mit dem Pokefans Teambuilding Tool da. Weil ich es nicht sehr angenehm finde, damit zu arbeiten. Und ja. Wenn ich da einmal das Team drin habe. Und nicht groß irgendwie bekommen, dass irgendwie neue Kartengrafik da ist, dann baue ich eben damit. Aber okay, lass mal das. Wir sehen hier sein Team. Und wir können direkt mal ein bisschen gucken, was da so drin ist. Wir haben auch einmal einen Regenkorb, genau wie bei uns. Hier besteht er aber aus Setaking und Quaxo. Setaking ja zwar offensiv schwächer als unser Kamalm. Also Kamalm bums den weg. Ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob Setaking in der G-Max so einen Schuppenschuss tankt. Von Kamalm. Weil ich glaube, Setaking ist auch ein bisschen weniger bulky als so ein Bisogon. Was jetzt unser bisheriges Testobjekt war für so einen Schuppenschuss. Dann eben Quaxo. Quaxo ist. Es gab ja schon so ein bisschen Liga-intern eine Diskussion, ob Quaxo oder Pelipper besser ist. Ich persönlich finde Pelipper immer noch besser. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich mag Pelipper deutlich mehr. Einfach nur wegen Zugriff auf Tailwind. Ich habe Sachen wie Rundumschutz. Ich habe Sachen wie eine U-Turn. Und ich habe genug Helping Hand in meinem Team. Ich habe, glaube ich, aktuell 3 Helping Hand-Users und die unten 3. Die unteren 3 können, glaube ich, 3 Helping Hands. Also die beiden unteren in der Mitte auf jeden Fall. Ich glaube, Gerdax kann das aber auch. Jo, folglich, ich mag Pelipper mehr, aber Quaxo kann natürlich auch den Regen setupen. Und eben mit Helping Hand dann King Duas supporten. Was ziemlich wehtun kann. Folglich müssen wir da gucken, wie wir dagegen bauen. Einmal auch gegen den Regen umgehen können. Jo, next one ist Tauros. Tauros kann hier sich auch gut Work machen, vor allem er hat das letzte Woche als Dynamaxmon benutzt. Gegen Shatterik müsste es gewesen sein. Der für meinen guten Mate Ox reingekommen ist. Auf jeden Fall, da war Tauros ja auch, da war Tauros ja auch nochmal Dynamax, der hat zwar nicht allzu viel gemacht, aber kann wahrscheinlich trotzdem gut regeln, weil der ist schneller als unser gesamtes Team aus Obsidiana. Und halt kann man mit dem Regen. Und der kann ja zwischen mit seinem normalen Move den Speed droppen. Der kann sich selbst boosten mit zum Beispiel Dynar Kraftkoloss oder
ähnlichem. Hat auch eine recht gute Coverage. Der kann ja auch die ganzen Attacken, die also jedes Gen 1-Mon kann, also Flammenwurf, Eisstrahl, Donnerblitz, Surfer, kann er ja alles. Auch wenn er keinen so guten Spezialangriff hat, der hat trotzdem noch Sheer Force als Fähigkeit. Folglich so wenig macht es dann nicht mal unbedingt. Also der macht jetzt nicht arg viel, aber der macht auch nicht so wenig. Jo. Nächstes Mal ist Kurelei und ich habe absolut keinen Bock auf den, ganz ehrlich. Grund, wir haben hier ein paar, wir haben hier in unserem Team vier Fairy Weaknesses. Und zwei davon sind absolute Hard Carries. In diesem Matchup. Und das sind Zubiris und Dracozolt. Die können beide unfassbar viel reißen in dem Matchup. Und dann ist Kurelei da so ein bisschen nervig. Vor allem, weil der sich eben noch so viel hochhält mit seinem Diebeskuss. Da hält er ja, also wirklich der halt da abartig viel, vor allem, weil er nicht so eine hohe KP-Base hat. Der ist ja eher den Defensivwert ein bisschen besser, aber halt absolut keine KP, was dem halt echt gut hilft. Zusätzlich kann er auch noch Sachen wie Heilwogel, das hat auf alle Heilmoves eine Prio. Und kann somit halt echt ein bisschen nervig werden. Und eben halt kann zur Gefahr werden für unsere Drachen, unsere Dark Types. Und ich hab sogar vier Fairy Weaknesses, aber Throw juckt es jetzt nicht so arg. Jo, next one ist Magneton. Und Magneton ist dadurch, dass der. Ist echt, dass der keine Dinger mehr hat. Wer ist denn das? Dadurch, dass der keine Kraftreserven mehr hat, ist der nicht ganz so unfassbar scary. Ist aber noch scary, aber nicht so scary. Der kann halt den Tentakel immer noch festhalten, aber er braucht ein anderes noch, was den Tentakel fertig macht. Weil. Mit dem, was Magneton kann, macht der Tentakel nichts. Und dann kommt ein Body Press von Tentakel und der bumst den weg. Oder eine Dampfwalze. Also Tentakel hat auf jeden Fall genug, um sich zu wehren. Wenn Magneton eben keine Kraftreserve spielen kann. Jo, also, aber Sache ist halt, wenn dann eben, wenn Tentakel gerade drin ist, er ist mit Magneton nebenbei noch drin, dann kann er hier einfach in zum Beispiel Tauros gehen und einen Fireblast draufdrücken. Dann tut es Tentakel eben trotzdem weh, auch wenn es eben von Magneton nicht so viel bekommt. Und Tentakel kann sich ja trotzdem noch ein bisschen dagegen wehren. Tentakel fällt ja nicht sofort um bei jedem Feuermove, was ja eigentlich ganz geil ist bei dem Ding. Jo, Pion Draghi ist the next one. Ja, und vor allem, Tentakel war eben in der Zeit, wo ich gebaut habe, also als ich noch da das Gorthom drin ist. Vor allem ein richtig geil gegen das Team, weil ich hinterher halt in jeden Move von Gorthom reinwerfen kann. Aber wegen den Kraftkoloss, aber. Ja. Selbst den tankt, glaube ich, noch ganz gut. Was so einen abartigen physischen Bulk hat. 131 Base hat er dann, die kommen auf den auf Level 100 auf den Wert von 397. Auf Level 15 mit auf den Wert von 201. Also der tankt physisch halt schon massiv. Speziell hat er immer noch einen Wert von 137 auf Level 100 sind es knappe 260. Also der ist bulky. Sehr bulky. Next one ist Pion Draghi. Man kennt ja diese typischen Crit-Draghis und sowas. Der kann gefährlich werden, aber ich habe mit Libeldra und Ramot zwei Monster, die ihn unfassbar gut entschärfen können. Weil Pionai spezielle Defensive jetzt nicht so gut ist. Und die beiden entweder richtig guten speziellen Damage drücken können oder halt guten speziellen sehr effektiven Damage. Der Pion Draghi dann eben auch rausforst. Und wenn Pion Draghi halt eine AV spielt oder das, verliert er halt wieder offensive Power. Also entweder kriegt er in die Beta was geschissen oder droppt halt. Ja. Forstetia, der war ja letzte Woche ein bisschen experimentell dabei bei ihm. Mit so einem, was war das? Begrenzer-Set. Ich habe ja letzte Woche auch Begrenzer gespielt auf meinem Turgetick. Was ich ganz lustig fand. Weil ich dachte, jo, hast du an Begrenzer gedacht? Und dann kommt er einfach auch mit Begrenzer, lol. Auf jeden Fall, ich sehe Frostedje nicht. Es ist das erste Mal in der Miniaturtiefe, was ich wirklich so gar nicht sehe.
Und ich kann es nicht mehr richtig begründen, aber irgendwie macht er nichts gegen mich. Ich habe zwei Mons, gegen die der Work machen kann. Das sind Libeldra und Dracozolt. Und sonst wird der irgendwie, riecht der irgendwie fast von einer Pilipper, aber sonst kriegt er eigentlich von fast allem auf die Fresse. Kann man im Regenbums den weg, den Tantel müssen wir nicht drüber reden. Ramot zieht ihm auch einfach komplett alles weg, was der hat. Jotesto ist bullig genug, dass der nichts kassiert. Psyana kann schneller sein, theoretisch. Also sie können halt Speed heilen und drückt halt Spukball. Lantern tankt alles von dem weg. Ja, und unten haben wir halt meine Dark-Types. Und Togetic, der halt eh auch alles wegtankt. Vor allem, weil Frostit ja auch nur Offensivwert von 80 hat, was jetzt auch nicht so viel ist. So, Hydra-Gear, den finde ich wiederum scary. Ich mag den nicht. Der ist in der Prep halt ein bisschen eklig, weil er so unfassbar schnell ist. Heißt, er kann dann auch voll bulky spielen und sowas. Wir haben halt zwei Mons, die ihn sehr effektiv hitten können. Mit Step, das sind Ramot und Pilipper. Aber der ist halt wiederum dann so zerbrechlich, dass er auch so schön Dracozolt dem unfassbar viel Schaden machen kann. Vor allem in der Dynamax, was Dracozolt damit bei uns sehr gerne macht, weil der einfach eine absolute Legende ist, der Junge. So, dann sind wir hier für Mikula. Wie gesagt, ich habe mit Gorthorn gebaut bei ihm. Gorthorn wäre auch eine Riesengefahr gewesen, weil der eben Kamal komplett entschärft. Für Mikula wiederum entschärft Togetic komplett. Wusste ich im Vorhinein nicht, aber am Ende war's. Ich spoilere jetzt mal ein bisschen das Team. War's vielleicht ganz gut, dass ich Togetic nicht mitgenommen habe, weil der wirklich von Famicula so unfassbar unter Druck gesetzt wird. Famicula ihn halt auch einfach, noch, einfach mit einem Eisenschädel komplett an die Wand zieht. Da gibt's nichts. Der zieht ihn einfach. Der macht da Streifen auf dem Boden. Mit Toretic. Der schleift ihn einmal durch den kompletten Raum. Also. Das will man nicht bildlich sehen, was Famicula mit Toretic macht. Auch wenn ich Dennis, der will ich gerne sehen, weil er Togetic nicht mag. Lol. ja. Knogger. Sehe ich auch eher nicht so. Wir haben hier drei Wassermons. Wir haben einen Pflanzenmon, wobei der halt eben Feuerschlag kann. Aber, na. Wiederum, Bodenmoves sind gegen mich. Ah, kurz einmal gehen, sorry. Bodenmoves sind gegen mich jetzt auch nicht so bad. Ich habe drei Mons, die keinen Schaden davon bekommen und alle drei konnte trotzdem von Klang ein bisschen was kassieren. Zwar nicht sonderlich viel, aber ein bisschen schon. Ja, auf jeden Fall Knorr, der kann auf jeden Fall Work machen. So, nächstes Mal ein Psyana, den haben wir bei uns auch. Und Psyana sehe ich auch eher weniger. Allein schon, weil ich zwei Dark-Types habe, die beide halt. Beim Zobelriss, der kann Psyana wirklich sehr gut handeln. Einfach schon wegen so Sachen wie Mogelhieb und sowas. Plus halt Move von einem anderen Mon macht halt Zobelriss da eigentlich ganz gute Work gegen. Und wir haben zum Beispiel auch Libeldra, der überrumpler kann, der Psyana auch komplett entschärft und ja, ich sehe ihn nicht. Und jetzt Emolga, den ich bisschen sehe. Das Einzige, was Emolga wirklich richtig gut hier machen kann, der hat ja Blitzfänger, soweit ich weiß, oder hat er nur Starthilfe? Muss mal schauen. Ich meine nämlich dann auch Lightning Rod. Emolga. Emolga hat nur Starthilfe, okay. Aber trotzdem kann der theoretisch reinkommen und auf den Slot, auf den ich mit Dracozolt einen Elektro-Move drücke und kann dann eben diesen Elektro-Move abfangen. Das ist möglich. Und der vor allem, der schneller als Dracozolt, kann ich dann auch, wenn er irgendwie eine Spaßkanone oder sowas drücken. Auf jeden Fall, der kann ein bisschen was machen, aber jetzt auch nicht zu viel. Das ist auch die einzige, ist auch die einzige ein, der ich im Olga irgendwie mitkommen sehe, aber das ist irgendwie ein bisschen wenig. Aber, was ich mal sagen würde, gehen wir mal rüber auf die zweite Seite und gucken mal, welche Monster ich denn so dabei habe. Rechts für die beiden Teams und wir fangen an mit Tintantel. Wie gesagt, Tintantel war ja vor allem wegen dem Gorthorn dabei. Ihr werdet übrigens im Kampf sehen, dass Gyroball nur 6 AP hat. Was daran liegt, dass ich erst Blattgeise drauf habe, bis mir nach dem Gen schon aufgefallen ist. Danke übrigens an Herbies fürs Gen in dem Kampf.
dass ich dass Gyoball in dem Matchup deutlich besser ist als Blattgeisel. Aber da ich eben keine Locker-Minze hatte in Game, muss ich da eben auch weiter mit Pfiffig spielen. Ich habe ja auch die Sets dann so drin, wie ich sie dann auch in Game gespielt habe. Und wir sehen da auch ein interessantes Item, und zwar die Wechselhülle, die ich eben dabei hatte, damit ich aus meinem Ton rauskomme. Falls irgendeine Strat da aufkommt mit einem Mon, was irgendwie den Handel als Setup-Fodder oder sowas benutzen will, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie sowas will ich nicht. Ich will den Handel dann raus haben. Ich will die Möglichkeit mit dem Tandela haben, immer rauszugehen. Deswegen lieber Wechselhülle. Vielleicht hat er Magneton nicht dabei, aber ja. Dann habe ich eben einen etwas verschwendeten Item-Slot. Dann hätte ich vielleicht stattdessen irgendwie eine Ockerberry oder sowas gespielt. Aber im Endeffekt macht es nicht arg viel aus. Dafür habe ich eben die Gewissheit, dass ich hier mit dem Tandela ein bisschen was machen kann. Jo, warum was? Wir spielen ja Gyoball eben für die schnelleren Monster, oder allgemein für die Mons, die wir. Also vor allem halt die schnelleren Mons sind gegen Gyoball ziemlich anfällig. So Hydra-Gel kriegt da viel Schaden von, Psyra kriegt da sehr viel Schaden von, Frostedie droppt einfach. Kurelei kann mit einer gewissen Roll auch droppen, zumindest kommt es halt auf Spielinvestment an. Oder ob der ja bulky ist oder nicht. Ja, in Dampf halt zum Body Pressen halt gegen den größten Teil vom Rest. Also Body Press treffe ich auch sehr vieles mit. Einzelne Mon, was ich hier mit den nicht sehr gut treffen kann, ist Emolga, der macht im Corner Play auch nichts gegen den Tantel. Das heißt, was er hat, ist ein Luftschnitt mit wie viel Spezialangriff Space? 75. Das ist nix. Folglich den Tantel hier. Unser erstes Mon der Wahl. Zweites Mon ist dann das gute Libeldra. Und ihr seht direkt zwei Sachen. Was ist das für ein Item? Und warum zur Hölle spielt der Geofissur? So. Also. Erstens spielen Zane. Oder seine. Oder Zen. Oder Name. Wir spielen gegen Name. Okay. Und wir spielen gegen Marcel. Okay. Das können wir am besten machen. Wir spielen gegen Marcel. Und Marcel hat ja zum Beispiel am ersten Spiel da auch so ein bisschen Lucky gespielt. Danach ist bei uns im Discord viel gelabert worden, von wegen, jo, man muss mal Flinkklaue-Fissur spielen. Eben in dieser Flinkklaue-Hypnose-Taktik und sowas, die auch noch viel richtig Work gemacht hat, wobei er es am Ende dann eh verloren hat. Auf jeden Fall, irgendwann wollte ich das dann mitnehmen mit Geofissur. Jetzt ist der Tag gekommen. Aber da Flink, glaube ich, mich nicht als gutes Item erschienen, weil ich die Bilder gerne auf höherem Speed gehabt hätte, hatte erst Tailwind drauf. Aber wie die, jo, spielst du Geofissur plus Blunder Policy, oder plus Fehlschlagschutz heißt der ja. Kriegst dann den safen, kriegst dann hier den Init Boost, wenn du misst, und wenn du hittest, dann kockst du den Gegner einfach weg. Weil für mich ein Kompromiss, den ich eingehen wollte. Deswegen spiele ich Geofissur plus dem Fehlschlagschutz. Restliche Moves, Draco Meteor, Erdkraft und Schutzschild. Damit hätten wir so ziemlich alles im gegnerischen Team. Zumindest normal effektiv. Was sehr geil ist, wenn man mit den beiden Steps alles normal effektiv hätten kann. Ich weiß ja wirklich nichts, was wir. Ja, wir hätten alles normal effektiv. Außer vielleicht Kugelei mit Erdkräfte. Cooler mit Erbelun, aber ich habe keine Ahnung, warum man das spielen sollte. Folglich, ja. Wir sind übrigens gespeedcreept auf Psion Draki, weil ich mit Cooler eh nicht im Speedteil bleiben will, weil wir machen eh nichts gegen Cooler mit unserem Libeldra. Ja, next one in der Übersicht hier ist dann Lanton. Leute, Lanton ist endlich dabei. Hype! Und der ist sehr geil in dem Matchup. Erstens, wir können mit H2O-Absorber alle Wassermoves von den beiden Oberen abfangen. Und Wassercores sind gefährlich, das haben wir auch schon mit Kamalen bei uns gesehen und Pilipper. Die können Work machen. Folglich will ich da was gegen haben. Und dann sieht man an anderer Stelle noch einen Move, den ich bisher wirklich noch nie irgendwo gespielt habe. Und das sind die Mysto-Wellen. Ich kann auch nochmal im Vorhinein sagen. Im Vorhinein auf den Kampf. Ich hab in der Übersicht von allen Moves mit Prio habe ich Mysto-Wellen mit Plasma-Schauer verwechselt. Folglich dachte ich im Kampf, dass ich Prio auf Mysto-Wellen habe. Habe ich aber nicht.
Na, dass ich schon mal wisst, warum. Also, ich hatte so ein paar Brainfarts im Kampf. Das, als ich, ich. Wie sage ich nämlich nach dem Kampf, aber ich will jetzt nicht groß spoilern. Ich hätte nur ein paar Brainfarts neben drin. Ja, Voltwechsel haben wir eben dabei. Wir können damit zwar Knocker nicht hitten, aber Knocker ist hier nicht die größte Gefahr. Den können wir handeln. Eben mit so Sachen wie Tentantel oder eben auch Monster, die später noch kommen. Liebelta kommt da auch sehr gut rein, außer er spielt Ice Heap. Aber kann der überhaupt Ice Heap? Kann Knocker Ice Heap? Ich glaube nämlich nicht, oder? Nee, kann er nicht, also. Und der kann Eissturm. Jungs, ganz kritische Angelegenheit. Und der gleich. Oder kommen die mit Specs Eisstrahl? Hier in die Libeldra. Ich fühl's. Nee, auf jeden Fall. Gucken wir mal mit der besser sehr gut rein. Dann spielt die Donnerwelle. Donnerwelle, eben. Wir sehen im gegnerischen Team nur ein Elektromon und einen Bodenmon. Alle anderen kann ich paaren. Und wir haben noch einen Elektromon mit Magneton. Aber sonst, ich kann sonst alles paaren. Und da sind Sachen dabei wie Seetaching oder Tauros oder Hyter, die ich alle unfassbar gern paaren will. Fermikula auch mal, was ich sehr gern paaren würde, oder eben in der vorherigen Übersicht im Gortraum. Aber egal, auf jeden Fall sind Monster, die man gerne paaren will. Und als jetzt habe ich dann noch das Schutzschild. Einfach nur, um ein bisschen zu scouten. Oder vielleicht mal irgendwie was einmal zu, eben einmal zu protecten, damit man mal was rumziehen lassen kann. Meine G-Max oder so mal ausdrollen. Macht man halt mal. Jo, das müsste eigentlich schon mal zu Danton sein. Denn das ist nicht groß. Also ich habe halt hier jetzt selten irgendwie Sets, die man jetzt stundenlang erklären muss. Der riecht lieber einfach über das Team ein bisschen mehr. Und am Ende halt kann man die, kann man dadurch, dass man halt vom Team schon gefühlt alles erklärt hat, schnell rübergehen und sagen, was das Mon machen soll. So mache ich das ein bisschen lieber. Auf jeden Fall, next one. Hier ist die Wetterfeuermotte Rammert, den wir auch mal wieder dabei haben. Und das ist der langweiligste Split aller Zeiten. Ja, also, wir spielen Flammkörper und das Set ist auch einfach generisch wie sonst was. Wir spielen Flammenwurf, Käfergeburm, Falterring und Wutpulver. Aber die Sache daran ist einfach, es funktioniert. Den Regenchor können wir handeln mit allem, was wir hier dabei haben. Da sind noch zwei andere Monster, weil die auch noch helfen, den Regenchor zu handeln. Und sonst ist Rammert eine absolute Macht gegen den Kader. Wenn wir auf plus 1 kommen. Auch wenn wir auf plus 1 kommen und der Regenkader weg ist, gehen wir durch. Und zwar komplett. Da ist wirklich nichts, was da groß sich gegenhält. Seetaching ist wirklich die einzige Antwort, die gegen Rammert hat. Deswegen bauen wir nur die beiden Steps. Was ich mit Flammenwurf nicht hätte ich mit Bugwas. Das sind nur zwei Mons. Das sind Seetaching und Quaxo. Ich hätte natürlich jetzt auch einen Energiebau oder einen Gigasauger spielen können, aber ich wollte lieber auf den Step gehen, weil ich zum Beispiel Seetaching ja eh nicht sehr effektiv hitten kann. Weil Rammert logischerweise keinen Drachen-Move kann. Nicht so wie Kamalm. Ja, wir spielen die Lefties einfach, damit wir ein bisschen Recovery nebenbei noch haben, wenn wir auch mal Rage Powder müssen oder so. Rage Powder wollte ich einfach nur zum Safe dabei haben. Deutsch. Ja. Aber wenn ich den Move dabei habe, weil der mal, wenn ich Ärsche retten kann. So. Und Next One ist dann hier unser absoluter Game Leader. Der war auch schon in den letzten Games ziemlich geil dabei. Der ist, glaube ich, wie steht denn der aktuell so killmäßig? Kurz mal hier die. Also ich glaube, die Kill ist nicht mehr aktuell, ja. Aber ist ja aktuell. Nope, das ist ja immer noch bei 0 Kills, glaube ich, ne? Jungs, müssen wir aktualisieren, ey. Ich will nicht mehr sehen, was Hector für Kills macht, ey. Oder ist sie aktualisiert? Ne, ist sie noch nicht. Dann können wir kurz in einem Discord gucken. Auf jeden Fall, ihr wisst schon, es ist Lectagon. Es ist halt Lectagon. Und es ist Lectagon wie eh und je. Der ist wirklich wie eh und je. Der hat hier Schockschnabel, Drachenklaue, Eisenschweif und Feuerzahn. Und Überalpha. Ja. Der soll Dynamaxen und böllern. Wir treffen im ersten Team alles gut. Haben auch nichts, was wir nicht hitten können. Das machen, was da am ehesten vielleicht noch reinkommt, wäre ein physisch defensives Pion Draghi zusammen mit einem Bedroher Tauros. Aber.
wenn man sich so komplett auf Draco Zone preppt, hat Ramon halt noch mehr Bock. Ja, wir sind schneller als Quaxo. Und das ist auch das einzige Mal, was ich hier groß outspeeden wollte, weil schneller als Quaxo heißt mit Draco Zolt halt Regen ist weg. Weil der dem halt wirklich einfach komplett die Froschfresse nach hinten sieht. Drachenklaue haben wir dann eben für Cedraking in der. Wenn wir halt Dynamaxen, dann haben wir hier die Dynawurm, mit der wir schon, auch einen gegnerischen Angriff senken können, was praktisch ist auch gegen Konogga oder Vermicula. Dann Eisenschweif ist auch in zweierlei Sachen sehr praktisch. Erstens treffen wir damit Kugelei und können ihn auch direkt weghitten. Und zweitens boosten wir mit unserer Def und der Kala von Zane, von Marcel wird. Ist teilweise, will ich für sich sagen, eher physisch. Also, Kingdra ist ja so ein Mixmon, der kann ja beides. Tauros ist eher physisch, Pyondari ist eher physisch, Knogga ist eher physisch und Vermiculas ist eher physisch. Und das meiste andere, außer Phelpsiana und Magneton, ist eher supportig. Folglich, bis so ein Eisenschweif, also halt so ein Def-Boost, plus halt noch ein Attack-Drop beim Gegner mit der Dynar-Drachenklaue, kein Wunder bewirken. Und als letzten Move habe ich dann den Feuerzahn. Was im Endeffekt, wenn ich überlege, dass das Ganze noch gegen Gorthom gebaut war, absolut lucky war, weil ich hier zeitweise am Anfang, ich weiß nicht, die High Horsepower drauf hatte. Nur für Magneton. Weil ich dann dachte, jo, du willst Gorthom auch hitten, packt sie einen Feuerzahn drauf. Sonst wäre der einzige Move, den ich hier dabei gehabt hätte, nur weil ich das ziemlich richtig gesehen habe, wäre halt einfach Flammenwurf gewesen von Ramot. Also Leute, achtet drauf, was für Team ihr bauen müsst. Ja. Und als letztes im Bunde haben wir nochmal einen kleinen Supporter, und zwar das gute alte Zubiris. Und wir sehen hier ein interessantes Item. Und ja, wir spielen hier ein physisch defensives Zubiris mit Schmarotzer rechter Hand, Irrlicht und Trickbetrug. Erstens rechte Hand, einfach um den Damage von Dracozolt oder Ramot anzuheben. Dracozolt oder Ramot, ja eh so unsere beiden Wincons hier in dem Game. Irrlicht haben wir hier dabei eben für die physischen Monster, mit der eben vor allem Knogga und Cedraking. Oder auch Tauros, den bört man auch mal gerne. Schmarotzer eben für die gleichen. Sache ist ja, Schmarotzer wirkt sich ja trotzdem auf den normalen Angriffswert aus. Folglich macht ein Burn da nichts aus. Also selbst ich kann das Mon Burn und trotzdem den gleichen Damage machen mit Schmarotzer. Was auch sehr praktisch ist. Und Trickbetrug plus Fluchtknopf ist dafür da, dass wir irgendwelche Dynamax outplayen können. Denn die Sache ist, wenn man mit dem Dynamax-Mon einen Angriff auf einen Mon mit rote Karte einsetzt, triggert die nicht. Wenn man aber mit Trickbetrug den Fluchtknopf auf das gegnerische Mon drauf bekommt und dieses gegnerische und das gegnerische Dynamax-Mon dann hittet, dann ist der raus. Der muss dann raus. Folglich ist es tatsächlich ganz nice so. Wir können einfach gegnerische Dynamax-Mon bedienen mit der Taktik. Und ja, hype ich. Dann, ich glaube, Kentucky war das, dass ich mal gesagt habe, dass ich das mal spielen soll. Grüße dann hierbei. Und ja, das würde ich sagen, wir haben jetzt Community. Ich hoffe, euch hat das Team mit dem Video gefallen. Das wird entweder um 10 Uhr morgens oder so kommen oder noch mitten in der Nacht, nachdem ich es aufgenommen habe. Der eigentliche Kampf war noch hochgeladen jetzt, während ich das aufgenommen habe. Ist er schon durch? Der verarbeitet gerade, okay. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen beim Kampf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.